Und herzlich willkommen zum Dienstagabend Livestream mit Hardcore Kerbal. Oh Gott, ich komme mit den Wochentagen langsam durcheinander. Ich glaube, es ist Dienstag und es ist Hardcore Colonization und nicht Kerbal. Um Himmels Willen, so viele Livestreams, so viele Wochentage. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche und habt euch alle gut von dem langen Wochenend-Livestream erholt. Ich habe das auf jeden Fall und jetzt ist alles wieder fit soweit und wir machen weiter mit Hardcore Colonization. Da waren wir nämlich zuletzt auf Minmus. Aber bevor wir das machen, sage ich erstmal Hallo an diejenigen, die sich im Chat schon bemerkbar gemacht haben. Das ist der Mickey, der Hastur, der Navis, der Thorsten. Der Dralo ist auch noch mit dabei. Der Neo und der Proxy sind schon da. Und natürlich auch an alle anderen, die bisher nur zugucken und noch nichts geschrieben haben. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Bei mir ist leider der Urlaub wieder vorbei. Aber Livestream geht trotzdem. Und jetzt gucken wir mal. Bevor wir aber in die Weltraumforschung einsteigen, wollen wir natürlich die große Bierfrage noch klären. Und hallo natürlich auch an den Ernie und den Genox. Heute gibt's ein kleines Bierchen. Oh, das ist schon wieder halb durchsichtig. Diesmal war es aus dem Osten von Deutschland ein Neuzeller Klosterbräu Schwarzer Abt, ein Schwarzbier mit ein bisschen Zuckerzusatz. Ja, in diesem Sinne erstmal Prost. Kann man ganz gut trinken. So, und wir gucken mal. Wir gucken mal, was wir so treiben heute. Als allererstes werden wir auf jeden Fall mal die Minmus-Mission nach Hause holen, denn wir wollen die Wissenschaftspunkte einheimsen und je nachdem, wie viel dabei rumkommt, schalten wir uns ein paar Technologien frei und können dann zum einen weitergucken in Richtung Mondbasis. Wo ist hier? Warp2PE. Ich breche das mal ab. Die Mondbasis wollen wir natürlich noch weiterbauen und es öffnet sich auch in knapp 150 Tagen oder etwas mehr als 150 Tagen ein Startfenster nach Duna. Da könnte man mal drüber nachdenken, zumindest eine unbemannte Mission schon mal vorzuschicken. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, vielleicht so Richtung Satellit und ein Rover oder sowas, um erstmal ein bisschen Duna zu erkunden. Aber wir fangen mal mit Minmus an. Und wenn mich nicht alles täuscht, steht nämlich unser Minmus-Länder nach einer erfolgreichen Golftour immer noch irgendwo auf Minmus rum. Oh, ziemlich im Dunkeln, ne? Ach genau, da hatten wir zuletzt den Monolithen gefunden, richtig? Genau, der Monolith war es. Und jetzt heißt es mit dem Resttreibstoff natürlich zurück zum Mutterschiff zu kommen. Und die Wissenschaftsdaten mitsamt den Touristen haben wir, glaube ich, auch noch mit dabei, wieder auf Kerbin abliefern. Das ist der Plan für heute. Also ich sag mal so, Primärmission das hier und alles, was danach dann noch klappt, ist bei dem 13. Livestream auf jeden Fall schon Bonusmaterial. Denn erwiesenermaßen ist die 13 ja eine relativ gefährliche Zahl, was sowas angeht. So, ich mache mal ein Collect All. Okay, das haben wir schon mal im Container drin. Okay, das heißt, wir sind da also vorbereitet. Ja, wir sind ein bisschen dünn am Delta V. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Wir haben aber auch noch ein bisschen. Wo ist es denn? Da. Monopropellant. Und zwar gar nicht so wenig. Fast 40 noch. Kriegen wir schon alles irgendwo hin. Wenn wir den Rest jetpacken müssen, dann ist das halt so. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir unsere Raumfähre erwischen. Das wird unser Ziel. So, und die sind ja jetzt noch ein Stück von uns weg, ne? Ich würde sagen, das zeitraffern wir mal. Ach, die kommen auch noch aus der Richtung. Da müssen wir auch noch drauf achten. Okay, ich muss also nicht in östlicher Richtung starten, sondern ich muss tatsächlich in westliche Richtung starten, wenn ich das richtig sehe, ja. Da müssen wir auch drauf achten. Also eher so die 270 Grad. 270 Grad sollten dann auch schon reichen. Dadurch kriegen wir eh so einen leichten Drall nach unten von unserer Position aus. Müssten eine Kursüberschneidung dann haben mit unserem Rettungsboot. Und Minmus Lander Relay? Ach, das ist dieser riesige blöde Forschungssatellit. Stimmt, da müssen wir auch nochmal gucken, ob der jetzt irgendwie funktioniert oder ob der immer noch verstopft ist. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So,
Sehr schön. Also, jetzt holen wir den erstmal ein Stück weit ran. Ich würde mal sagen, wenn der so irgendwie, weiß ich nicht, 40 Kilometer, 50, 40 Kilometer hinter uns ist, können wir langsam mal starten. Geht noch ein bisschen was? Ja, oder? Es ist ja alles recht langsam hier. Was ist aus dem Pudding Kömmen geworden? Ja, tatsächlich, mangels Zeit habe ich, glaube ich, die Abgabetermin verpasst, oder? Das war nur bis Ende Juni. Irgendwie im Urlaub gewesen, Raid Solar System gemacht, Monster Livestream gemacht, nicht mehr daran gedacht, dass da noch Missionen sind. So ist das wohl. So, jetzt schauen wir mal. Gut, grob 270 Grad, sagt er. Oder habe ich gesagt? Ich hoffe mal, dass ich damit auch recht habe. In diesem Sinne starten wir mal. In Richtung 270 Grad. Und ich hoffe mal, dass wir noch ein Stück weit kommen mit unserem Delta-V. Und nicht auf halbem Weg schon am Verhungern sind. Besonders dolle ist es ja nicht, ne? 14 Kilometer. Das Ding hier hat eine Apoapsis von 45. Da können wir also noch ein bisschen. Sind aber nur noch 91 Delta-Vs. So. Na, doll ist es nicht, ne? 60 Delta-V. Ich würde sagen, wir gambeln wir erstmal auf dem Orbit. Ah, wie viel brauche ich denn, um von hier aus in den Orbit zu kommen? Reichen uns da die 68, die wir noch im Tank haben? Orbit wäre ja schon mal hilfreich. Knapp nicht, ne? Okay, dann fangen wir doch jetzt schon mal an, die Zeit zu nutzen, die wir haben bis zur Apoapsis. Das sind ja immerhin schon mal 4 Minuten. Und blasen RCS raus. Mit dem RCS können wir nämlich schon mal ein bisschen beschleunigen. Und das hat zwei Effekte, also zwei gute Effekte in dem Falle sogar. Nämlich zum einen beschleunigen wir schon mal ein bisschen und zum anderen verlieren wir auch noch an Gewicht. Das heißt, wir haben am Ende des Tages nachher ein bisschen mehr Delta-V zur Verfügung, um uns in den Orbit hochzuschleichen. Das heißt, auf zwei Ebenen gut. Auf zwei Ebenen gut. So, und gibt mir auch genug Zeit, nebenbei einen Schluck zu trinken. So, höhentechnisch alles gar nicht so wild erstmal. So, ich würde jetzt mal sagen, ich blasse jetzt mal erstmal alles raus, auch wenn Ihnen das Wort nicht gefällt, bis auf ungefähr 5 Monopropellant runter, weil wir auch gerade noch schön an Höhe gewinnen. Und dann teste ich mal, wie das Manöver aussieht. Wir haben dann mittlerweile jetzt sogar 70 Delta-V zur Verfügung. Und dann können wir uns mal anschauen, was das Manöver noch so hergibt. Ich bin aber mal ganz guter Dinge, dass wir es in den Orbit schaffen, wenn ich mir da unten so den Kurs angucke. So, das wäre jetzt theoretisch noch für ein Docking da, aber wir müssten eh Kursanpassungen machen. Und jetzt kommt erstmal der wichtige Part, nämlich schaffen wir es in den Orbit. Da bin ich aber eigentlich jetzt mit dem, was wir schon mal vorbereitet haben, ganz zuversichtlich, dass das reicht. Sehr schön. Okay, also stabiler Orbit ist schon mal kein Problem. Wir haben eine Apo von 30. Dann lasst uns doch die Peri auch auf 30 hochziehen. Dann ist das halbwegs rund, das Ganze. Ah, das ist schon so weit draußen, weil wir hier. Okay, nee, dann machen wir das nicht so viel. Nicht so viel, weil das andere Teil auch so einen komischen Orbit hat. So, dann haben wir da einen Burn von 28. Gut, den machen wir jetzt als erstes mal. Dann kommt als nächstes unser Inclination Change auf unser Mutterschiff hin. Ich bin mal ganz zuversichtlich, dass das tatsächlich auf den letzten. Also, wenn wir jetzt sinnvoll fliegen, könnte das mit dem letzten Tropfen Sprit noch hinhauen, weil der Orbit war erstmal das Wichtige, den haben wir geschafft. Bin zuversichtlich. So, Burn ist in 8 Minuten um und bei. Da haben wir ein bisschen Zeit, oder? Ich mache mal einen vorsichtigen Zeitraffer an.
du. Die Fuel Cell funktioniert auf jeden Fall sehr gut für diese Länge der Mission. Auch ohne zusätzliche Tanks. Hä? Note in Plus? Nee, ach so, das sah nur durch den Stern so aus. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn ein Plus? Ich bin auch noch davor. So, jetzt müssen wir mal aufs Manöver ausgerichtet werden. Und ich werde das ganz vorsichtig fliegen, damit es relativ exakt wird. So, und jetzt sage ich erstmal noch Hallo an den Schnubbi und mehr sehe ich gerade nicht, die neu dazugekommen sind im Chat. Aber hallo natürlich auch an alle anderen, die noch nicht gechattet haben. So. Jetzt vorsichtiges Manöver fliegen. Schwupp, 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 schwupp. Den Rest machen wir ganz fein. Fein und vorsichtig. So, 0,0 Meter pro Sekunde. Also, we nailed it. So. Und jetzt kommt der Inclination Change. Jetzt wird spannend, wie das Delta V technisch aussieht. Upp. Wir haben noch 40. Das wird knapper als gedacht. Schaffen wir nicht ganz. Schaffen wir nicht ganz. Das Ding ist jetzt 40 Kilometer weit weg. Wir brauchen 51 und haben es immer noch nicht ganz. Und wir bräuchten so viel. Also 70 brauchen wir hier. So, ganz haut's nicht hin. Wie viel brauchen wir denn hier drüben? Wahrscheinlich ja mehr, weil wir niedriger drin sind. Aber hier brauchen wir 79, ein bisschen mehr noch. An die 80 ran. Okay, das heißt, unser bester Versuch wird der hier sein. Wird tatsächlich der hier sein. Und wir machen das jetzt mal so gut es geht an das Manöver ran und kicken dabei noch alles raus, was wir an. Was ist er? Da. Was wir an RCS verbrennen können dafür. So, also es sind knappe 70. Und wir fangen jetzt mal mit dem RCS-Burn an. Weil wenn wir nicht hinkommen, brauchen wir es auch nicht mehr zum Docken. Weil RCS rausbrennen senkt zum einen die Anforderung des Manövers und zum anderen erhöht es unsere eigene Delta-V, die wir noch übrig haben. Das reicht jetzt natürlich nicht, aber es bringt uns relativ nah ran. So. Und jetzt haben wir das Manöver auch an dem Punkt. Das heißt, wir fliegen es auch und gucken mal, dass wir es so gut wie möglich fertig bekommen. So, also wir sind mit viel gutem Gewissen sind wir dran. Um und bei. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, wenn wir jetzt hier vorne irgendwann aussteigen, das Ding hält, holt jetzt auf, dann müssen wir noch mal ein bisschen hoch und hier raus. Irgendwie so. Okay, das planen wir aber gleich mit dem Körbel. Gut, wir werden die Raumfähre jetzt aufgeben und als erstes wird wahrscheinlich unser Wissenschaftler rausgehen. Damit wir als erstes mal die Wissenschaftsdaten sichern. Und der gute Mann hat jetzt hier in seinem Anzug ausreichend Strom. Das wird schon alles irgendwie klappen. Hat er irgendwelche Daten mit dabei? Nö. Inventory. Hat er den Golfschläger mit dabei? Das ist okay und gut. So, dann holt er sich jetzt mal die Wissenschaftsdaten. Und wir machen eine heiße Evakuierung. Take Data. So, wir haben einmal alles rausgenommen, wenn ich das richtig sehe. Da hinten ist auch schon Körbin. Im Zweifelsfall laufen wir nach Hause. So. Und jetzt müssen wir uns mal einen Manöver planen mit dem Körbel. Und zwar Add-Manöver. Und unser Ziel ist er hier. Zack. Das ist ein bisschen zeitig. Da habe ich keine Zeit zum Planen. Machen wir es mal hier so. Wir müssen ja nicht hetzen. Huch. Schon.
Okay, das ist noch viel zu früh, wenn ich das richtig sehe, ne? Das ist noch deutlich zu früh. Wann ist denn er hier? Er hier ist in 25 Minuten. Er hier ist in. Ich habe doch noch nicht Warp hier gedrückt. Meine Güte. Nein. Okay, also wir machen jetzt hier ein Manöver, habe ich gerade festgelegt. Da hat die Maus etwas mehr getan, als ich wollte. So, wir kommen jetzt hier rüber geschüsselt und das Erste, was wir machen, ist unsere Inklination anpassen, dass das schon mal passt. So, mit dem Kurbel. Check. Das ist unser erstes Manöver. Das fliegen wir jetzt mal mit dem Kurbel zu Ende. Und dann müssen wir mal gucken auf dem neuen Kurs, wann wir dann rüberbrennen können zur Rakete. Free. Thank you. So. Das ist die Richtung, die wir gleich brauchen. Und wir brauchen nicht lange, alles klar. Okay, also. Wir werden jetzt an dieses Manöver vorsichtig ranwurpen. Ich sagte ja bereits, vorsichtig. So, ich denke mal, länger als ein paar Sekunden werden wir nicht brauchen dafür. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir das auch so machen, wie es gedacht ist. Ah, shit, ich muss hier rauf. Sonst wird das nix. So. 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 Good enough, würde ich sagen, für eine Annäherung. So, jetzt müssen wir noch gucken. Wir sind in einem zu niedrigen Orbit gelandet. Das heißt, wir müssen jetzt noch unseren Orbit auf jeden Fall erhöhen, damit wir eingeholt werden. So. Und dann haben wir in einer Stunde 22 einen Treffer. Sehr schön. Gut, dann machen wir das doch mal. So, das sieht doch ganz gut aus. Stunde 22 hält er, glaube ich, auch durch. Boah. Alles gut. So, gucken wir mal. Das ist jetzt nicht ganz sauber, aber es wird reichen, glaube ich, für unsere Zwecke. 1,0 Kilometer ist sogar ein bisschen besser. Okay. Dann können wir jetzt mit dem Kurbel schon mal die erste Runde drehen. Und ich überlege gerade, ich glaube, wir könnten noch am Ascending Node, wenn da unser Raumschiffchen ankommt. Das wäre ja der Länder hier. Also, wartet mal. Welcher Länder ist denn das jetzt? Der korrekte. Verdammt. Okay, wir machen erstmal das hier fertig. Wir retten erstmal den einen Kurbel. Jetzt bin ich durcheinander, weil es zwei Minmus-Länder gibt, weil wir den anderen ja auch zurückgelassen haben. Das gucken wir gleich. Das gucken wir gleich nach. Was ich für Musik höre, was mir gerade in den Sinn kommt, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das geht von gitarrenlastig über schnulzig zu Klassik. Gut, Schlager jetzt eher weniger. Und Techno auch nicht so viel. Aber ansonsten ist das tatsächlich. Alter! Was ist denn hier los? Plötzliches Leck, aber das kriegen wir noch hin. Ha, heute ist Zeitraffer Fail Day. So. Das kriegen wir aber hin, weil das sind 8 Kilometer. Und wir haben genug Monopropellant, um das auszugleichen. Schmupp. So. Modern Talking ist es auch eher nicht so.
Eher nicht so. So. Sehr schön. Also, das hier ist unterwegs. Ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig. Ich gehe nicht mehr als zehnfach Zeitraffer. Ich bin, glaube ich, gerade einfach mit meinen dicken Klumpfingern von dem Komma auf den Punkt rübergerutscht, als ich langsamer machen wollte. Und ja, wahrscheinlich habe ich mir den Zeitraffer einfach abtrainiert beim letzten Stream. Und jetzt kommen die ganzen Probleme. So, jetzt nehme ich ihn mal raus. Und gleich das vorsichtig noch ein bisschen an. Sehr schön. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Jetzt sollte uns auch nichts mehr aufhalten. Lassen wir ihn noch ein kleines bisschen randriften und dann steigen wir mit dem hier schon mal in die Kapsel ein. Und dann holen wir uns den anderen Kollegen. So, jetzt noch ein bisschen bremsen, dass wir hier nicht gleich uns an der ganzen Geschichte breitschmieren. Da ist es schon, die letzten 800 Meter. Also sieht gut aus, dass wir den Kerbel eingefangen bekommen. Und ja, am letzten Ende, das muss nur gut klingen. Also es ist einfach stimmungsabhängig und ich bin tatsächlich, also klar, ich habe auch so meine Präferenzen. Also ich höre gerne, also hauptsächlich höre ich gerne eher so ein bisschen gitarrenlastigere Musik. Man könnte es auch Metal oder sowas nennen. Aber es gibt eben auch Tage, wo ich mal was anderes höre als Metal. Und dann erstmal vielen Dank für dein Follow-Lampe. Wie gesagt, es ist einfach auch tagesabhängig. Ansonsten schon eher so Metal, Rock, die Richtung. Schon mehr. So. In seiner Marv-Phase. Was ist denn eine Marv-Phase? Das musst du jetzt mal erklären. So, zack. Sieht gut aus. Licht ist an. Sehr schön. Okay, dann jetzt ganz vorsichtig an das Raumschiff ran, dass da keine Unfälle passieren unterwegs. Der gute Mann hat die ganzen guten Wissenschaftsdaten dabei. Die sollten uns nicht kaputt gehen. Aber Marv, ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Also Marv wäre auch so. Ach, Crystal Marv, okay. Ah, okay, ja, nee, der war nicht so gut. Der war tatsächlich sogar ziemlich schlecht. So ergibt es Sinn. Ich habe mir auch gedacht, so Marv, es kann ja eigentlich nur Mathe sein, aber was hat Mathe mit Snoop Dogg zu tun? Jetzt kommt aber die nächste Frage. Was hat Crystal Marv oder Crystal Meth mit Snoop Dogg zu tun? Ich dachte, Snoop Dogg ist berühmt berüchtigt dafür, dass der einen stark erhöhten Cannabiskonsum an den Tag legt. So. Ab an Bord. Experiments you have collected. Board anyway. Zack. So. Alles mitnehmen, was wir kriegen können, und der Rest wird über Bord geworfen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die richtige. Natürlich heißt das Crystal Meth. Das sollte, glaube ich, ein Wortwitz sein, und er hat meiner Meinung nach auch nicht wirklich gut funktioniert. So, Minmus Lenne, und wir haben aber bei unserem die Antenne eingeklappt. Also würde ich jetzt mal vermuten, es ist der hier. Ist es der hier? Ich habe den Theo gefunden. Sehr schön. Also, ist alles da. Gibt es hier noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Nö. So, wir machen uns mal bereit für die Eva und nehmen uns noch einen Eva-Report mit. Hätte ja sein können. Gut. Manöverplanungszeit. Wir wollen auch zum Minmus-Länder rüber. Zack. Wir sind jetzt hier. Das allererste, was wir machen müssen, ist hier drüben eine Inklinationsanpassung, dass wir zumindest auf die richtige Ebene kommen. Ad Manöver. Jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwelche Warp-Dinger mache. Schön sauber angleichen. Naja, gut, sauber genug. Schwupp. Dann sind das schon mal Inklinationschange erledigt. Sehr gut. Das haben wir. Dann kann die Map aus und wir können uns langsam wegdriften. Das mit Schraubenzieher in der Hand, das nenne ich einen echten Ingenieur. Driften wir hier mal langsam hinfort von uns. Ah, ich falle. Aber du fällst an Minmus vorbei. Wunder der Orbitaldynamik. So, sehr schön.
bis der Helm von innen vollgebrochen ist. So lange wird sich hier gedreht. Und dann machen wir unseren Inklinationschange. Könnten natürlich nebenbei. Noch gucken, ob wir nicht noch irgendwo eine EFA-Report abgreifen können. Also wir sind noch gar nicht so weit weg. Das sah jetzt aus wie der Riesenfall, aber Camera Mode Free. Licht an, RCS an und feuerfrei für unser Manöver. So. Das ist dann schon mal die Inklinationsanpassung. Sehr, sehr schön. Also wir kommen auf jeden Fall sicher und gesund. Okay, jetzt haben wir das mal über durch. Sicher und gesund zu unserem Raumschiff. Jetzt sind wir gerade eigentlich an dem Punkt, wo wir ihn einholen könnten. Aber wir könnten auch einfach jetzt unseren Orbit so weit erhöhen, dass wir ihn uns direkt auf der anderen Seite schnappen können. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Add Manöver, ein bisschen weiter weg noch. Schwupp. Wie weit müssen wir denn raus dafür? Das sieht gut aus. Ist ja auch nix, ne? Dann haben wir das in einer Stunde und zwei mit einem Intersect von 400 Metern gekauft. Stunde und zwei schaffen wir auch. Ist ein bisschen länglich, wird wahrscheinlich ein bisschen frisch im Anzug, aber so ein Ingenieur schreckt ja nichts ab, ne? Jo, gut. 1 Minute 52 sind auch wieder nur 21 Delta V. Ja, um Minmus rum kann man viel retten mit dem Jetpack. Also auch wenn euch sowas mal passiert, um Minmus rum kann man viel retten mit dem Jetpack. War alles ein bisschen knapp. Ich hatte schon die Befürchtung beim letzten Stream, da hatte ich auch schon gesagt, dass die Landung vielleicht dann doch eine Landung zu viel war. Aber wir haben zumindest die Anomalie besucht und damit jetzt beide uns bekannten Anomalien auf dem Minmus abgegrast. Und wir haben natürlich auch massiv Science-Daten gesammelt, hoffe ich zumindest. Also 700 irgendwas haben wir schon. Und jetzt bin ich mal gespannt. So. Besser wird das jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir kommen ran bei, naja, 9,1. 9,1 ist aber auch irgendwie okay. So. Ja, die Hoffnung ist noch, dass das ganze Zeug, was wir sonst noch transportieren, auch nochmal so um die 2000 Science sind. Also ich hätte schon so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass wir jetzt, wenn wir zurückkommen, mindestens mal so 2500 Science auf dem Konto haben. Cooler wäre es, wenn wir eher so die 3000 knacken würden. Das würde uns echt vorwärts bringen, weil ich habe auch schon so ein bisschen im Kopf, was ich davon alles kaufen will. Oh, ist doch deutlich länger als die Stunde irgendwas. Oh, was ist hier passiert? We have entered the orbit of the sun. Haben wir nicht, aber wir stellen es auch nicht in Frage, würde ich sagen. Irgendwas ist in den Sonnenorbit eingetreten, seiner Meinung nach. Wir waren's nicht. So. Ja, also ein Labor haben wir ja auch schon. Also jetzt nicht um Minmus, sondern um den Mond und um die, also um Moon und um Kerbin. Aber ich will ja jetzt Science haben. Der Punkt ist wirklich, ich will jetzt Science haben, damit wir jetzt weiterkommen und uns jetzt ein paar Teile freischalten können für die Mondbasis. Und ich will gerade nicht jetzt 3 Jahre darauf warten, dass sie das im Labor durchgearbeitet haben. So, jetzt achte ich gerade sehr drauf, wo meine dicken Finger auf der Tastatur sind. So, das sieht gut aus. Zeitraffer raus. Da ist der Raumschiff. Was natürlich falsch ist, denn es das heißt ja die Raumschiff. Und wir geben mal Gas in Richtung von die Raumschiff und ziehen uns da langsam ran. Wobei langsam in unserem Falle bedeutet 34,7 Meter pro Sekunde, was gar nicht so langsam ist. So. Jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitraffer. Nicht zu schnell, dass wir nicht dran vorbeischüsseln. Aber ein Zehner geht schon. Weil wir müssen ja jetzt die Annäherung mit dem Jetpack nicht unnötig abfeiern, zeitlich gesehen. Denn wir wollen ja heute auch noch wirklich zurück. Nein, der Wortwitz war tatsächlich besser, aber das beantrage ich auch gar nicht, dass der besser war. Wir wollen ja noch zurück und heute die Wissenschaftsdaten einlösen und anfangen, ein paar Sachen noch zu konzeptionieren. Deshalb auf jeden Fall jetzt langsam mal nach Hause.
Ich hoffe natürlich, dass wir. Sind echt ganz schön schnell. Dass wir noch genug Sprit haben, auch um nach Kerbin zurückzukommen. Das wäre so meine Befürchtung Nummer 2. Aber ich bin auch mal zuversichtlich, dass das irgendwie klappt. Bisher haben wir ja immer Glück gehabt. So. 600 Meterchen noch. So, leider hat es nicht.